Among the Sleep Folge 7, wir vermuten mal finale Folge. Das große Finale. Hier ist wieder eine Erinnerung von Mutti und sie hat den Pink Elephant. Ach, da muss ich mir jetzt hocharbeiten, oder wie? Scheint, selbst für die Erinnerung muss man jetzt schon was tun. Mein Gott. Wieder eine Parallele zu Eva One. So. We got the final memory. Let's hurry. Jetzt muss ich nur noch hier raus irgendwie, ne? Aber wohin denn? Naja, raus. Ja, aber wo ist raus? Ich hab keine Ahnung. Letzten Male warst du mal. Da ist schon mal schlecht, oder? Mhm. Mhm. Da drüben. Achtung, das, nicht, dass du runterfällst. Nee, nee. Also hier war ich ja schon mal. Ich weiß gerade nicht, wohin müssen, ehrlich gesagt. Waren wir denn? Bei den anderen war es ja so, dass der Weg zum Eingang relativ kurz dann wieder war. Natürlich ist es auch ein bisschen gefährlich. Aber da waren wir doch auch schon. Nach der Erinnerung sind wir doch letztes Mal eigentlich immer, sind nicht dann zurück, fast schon zurückteleportiert worden oder so? Oder? Ach, hier war nee. Dieser Weg, wo genau, die Schublade rauskam. Genau, freigeräumt. Die Schublade ist jetzt weg, also müssen wir anders sagen. Kannst du noch mal in den Raum gucken, dass wir nicht da irgendwas übersehen haben? Warte mal, wir müssen noch theoretisch... Hier links geht es irgendwie auch lang. Das oh, guck einmal hier, hier oben noch kurz. Das sieht doch aus wie der gerade, so ein bisschen. Die Lampe kann ich mich auch nicht erinnern. Da sind wir ursprünglich hergekommen hier, oder? Genau, genau. Hier war die Tür. Aber ich muss doch jetzt nicht durch das ganze Level nein, zurück, Quatsch, oder? Du kannst doch gar nicht da hoch. Ja, ich kam mal hier unten raus. Nee, wir kamen oben raus. Ja? Ja, sind da runtergesprungen. Da unten war nun... Ach so. Genau. Ja, dann wahrscheinlich doch. Guck mal nach rechts. Da komm doch mal da rein. Ich bin nicht ganz sicher, dass du alles da richtig angeguckt hast in der oh, Stellentür. Ja, genau. Guck dich mal richtig um nochmal. Kann da hoch, da... Da ist aber kein Ausgang mehr. Ich kann halt hier rumlaufen und dann lande ich hier und komme hier wieder runter. Okay. Na gut, außer hier geht's raus. Ja, wieso? Ich glaube nämlich nicht, dass wir da hinten durchs Level nochmal müssen. Genau, guck, dann doch hier lang. Ich habe die Frage, welche Tür ist es? Ja, guck doch mal richtig rein. In die, da war doch irgendwas hinten an der Wand gemalt. Wir wissen, was das ist. Das ist ein Baby, richtig, oder? Das war richtig schon, klein, ja. Was auf dem Bett lag. Was klauten da immer die Kinder? Das sieht gut aus. Ja, sieht alles gut aus. Trotzdem guckt man hier in die Tür nein, rein. Ich renne jetzt. Okay, vielleicht doch besser. Haha! Vielleicht doch besser rennen und rein. Fick dich, du blöder Schatten. Nein! Boah, Teddy! Nein! Nicht loslassen, Teddy! Ich ja. Muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich ihn loslasse? Jetzt reißt bestimmt der Arm ab. Na, Teddy! Schau mal, es war echt so ein Mantelmann. Teddy ist tot. Jetzt? Wow. Wow. Die ganzen Flocken aus dem Teddy regnen jetzt hier runter. Oh oh. Okay. Was also haben wir da noch? Ich hab den Teddyarm und den Pink Elephant. Wie blöd der ausschaut. Toll. Überall regnet es in der Reihen vom Teddy hier rum. Not now. Was? Oh, da ist Mutti. Boah, sie will jetzt nicht von uns belästigt werden, oder wie? Ja, irgendwie so. Vielleicht ist das ja die Geschichte.
Ah, siehst du? Die trinkt doch, oder was? Ja, krass. Und dann? Und dann wird sie fies. Stimmt, dann wird sie zu dieser Wurzelfrau. Wenn sie das getrunken hat. Anscheinend ist sie tatsächlich eine Trinkerin und ist nicht unbedingt nett zu Timmy. Dann zwischendurch, ja. Und überfordert und keine Ahnung. Und he will not take you from me, anscheinend geht es da um Sorgerecht. Krass, aber geil gemacht. Weiß nicht, weil wir gerade so erschrocken sind vorhin, es landete an dem Monitor hinter vor uns, landete gerade irgendwie so eine Motte an der Wand. Das war gerade ein bisschen geiles Timing. So, letzte Erinnerung. Der Elefant oder der Arm. Kann ich mir das jetzt aussuchen? Ich würde den für den Arm nehmen. Schon hat Mutti uns den Teddy Arm weggenommen und wir wollten ihn nicht hergeben oder so, weil sie sauer war. Ja. Dann nehme ich jetzt den Arm. Kann man sich das denn aussuchen? Aber es geht nicht. Geht nicht? Okay. Nee. Elefant geht. Sieht aus wie ein Ottifant. Ja. Alle vier Sachen da. Jetzt haben wir. Ach so, da muss die Pfote jetzt rein, natürlich. Ne? Ah. Gut, dass wir die noch haben. Eine Hasenpfote, die Glück bringt. Die Tatze. Wieder rausziehen? Nee, doch nicht. Nee. Sitzt von alleine? Aber stimmt doch nicht, das leuchtet auch so blau da unten. Ah, jetzt. Okay. Jetzt habe ich mal den Teddy, den wir drücken können. Nee. Jetzt kommen wir wieder aus dem Schrank raus. Puh, was erwartest du? Vielleicht ist jetzt alles wieder gut, weil sie wieder eine gute Phase hat, sozusagen. Ah, stimmt. Das sind alle Geschenke oder alle Erinnerungen. Ach, tut gleich ganz gut, so ein bisschen helles Licht. Licht. Lauter Umzugskartons. Sind wir jetzt bei Fatih eingezogen oder Fatih bei uns oder wie? Ach, letztes Mal war auch schon, oder? Ja. Zum Teil, ja. Das sind die Eulen. Einige Sachen eben. Der Stern lag da, das Puzzleteil lag da. Dass sich alles zusammengebaut hat, so die Fantasie halt, um das, um ein paar Sachen zu erklären oder so, auch cool, ne? Wer weiß schon, da liegt eine Alkoholflasche, tickt. Oder?
Ja, kann man möglicherweise. Sagen. Der Schlüssel. Schon cool. Mhm. Und das Herzschlagen geht aber wieder los. Es war auch gerade finsterer wieder. Ja, super. Kann ich den bitte haben? Das ist Puzzle. Ja, genau. Oben lag auch schon Puzzle. Tarnin, das ganze Puzzle. Da weint jemand. Die Mutti bestimmt. Da liegt eine leere Flasche aus Mutti. Boah, oh, der Teddy. Den sie uns weggenommen hat halt, ne? Wo wir noch den Arm hatten. Kann ich sie nicht drücken? Stay away from me. Wow. Okay. Und das war's. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Was war das jetzt genau am Ende? Das Geschenk war vom Vater. Ja. Und er. Also, die sind wohl getrennt. Ja, genau. Und jetzt geht er quasi wieder zum Papi heim. Sieht so aus. Gut. Und sie ist einfach überfordert mit dem Film. Ganz schön krass. Fiese Geschichte. Voll die gute Geschichte eigentlich. Und wie er sich das zusammengesponnen hat, so, ja. dass die Frau da irgendwie trinkt halt oder aus dem Brunnen da oder was auch immer und dann hat sie zu dieser Wurzelfrau wird. Ja. Und sie alles so praktisch in seiner Fantasie abgespielt hat und er sich alles da auch mal mit ganzen Versatzstücken ja aus seinem Kinderzimmer und so. Mhm. Cool. Ja, voll gut. Wer sind die jetzt alle? Ach, das sind die Bäcker. Krass. Hast du gebackt? Ich bin Adam Nummer 5. Nee, ich habe nicht gebackt. Wir haben es dann normal gekauft später. Ja. Über Steam einfach. Haben es vorher nicht gebackt, nee. Ja, echt ein super Spiel. Cool. Also gerade, das ist halt nicht echt super. Es war echt ein gutes Spiel. Also spielerisch halt, wie die halt alle so sind, aber tatsächlich... Die Atmosphäre super. Voll cool. Ich fand es jetzt auch nicht zu kurz. Nee. So typisch das abendfüllende Indie-Spiel. Aber stehe ich drauf und gerne nächste Woche das nächste, bitte. Mal schauen, ja, cool. Was das kommt. War echt gut. Wie hat es euch denn gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr die Geschichte, wie fandet ihr das Spiel als solches? Also habt ihr noch weitere Tipps für uns? Das ist das klassische Horrorspiel, wie wir es jetzt andere schon hatten. Aber ich fand es sehr cool. Hat echt gut gepasst. Mir ist sowas ja auch lieber als die typischen Jumpscare-Spiele. Also ich spiele lieber 1000 Jahre sowas als noch 10 Minuten Daylight. Oder Daylight war aber auch ein Scheißspiel. So ein Outlast ist ein gutes Horrorspiel. Ja, das ist auch wirklich ein klassisches Horrorspiel, aber eine Jumpscare-Geschichte, das ist so langweilig. Obwohl, es gibt halt auch gute, was Kurzes wie Slender, es geht auch. Es gibt halt einfach gute und schlechte und keine schlechten halt. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, wir haben auch schon massig Tipps bekommen, wir haben auch einiges auf der Liste. Hm. Also ein paar Ideen haben wir schon noch, ansonsten könnt ihr mal gerne Bescheid sagen. Darauf haben wir uns ja schon lange gefreut und ist endlich rausgekommen. Ansonsten ein paar haben wir schon noch in petto für unseren GameTube-Horror-Kanal.
Vielleicht setzen wir im Juli dann die Oculus mal Michi aufeinander, auf der das hier spielen. Das hier? Ohne vorher zu wissen, was passiert. Das ist ganz cool, ja. Das ist auch recht entspannt. Und du spielst dann Outlast mit Oculus. Schauen wir mal. Also das spiele ich auf jeden Fall nochmal mit Oculus durch, weil allein diese Landschaften, das ist ja super, so in 3D. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht mehr die Liste aller Bäcker anschauen, wenn wir das jetzt gerade bei B so sind, lang. Wie Backing ja. Bob. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke Daniel fürs Spielen. Danke Martin. Hat Spaß gemacht. Wie immer ein großes Vergnügen. Und bis zum nächsten Mal auf GameTube Horror oder GameTube. Weitersagen, anklicken, liken, kommentieren, abonnieren, was auch Abgehen. Immer. Wir wünschen euch Spaß. Reingehauen. Reingehauen. Ciao. Ciao.